Hallo, mein lieber Wassermann. Mein Name ist Sio und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Wassermann. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Die einzelnen Abschnitte dieser Legung sowie nähere Informationen zu meinen Legungen findest du übrigens unten im Infotext. Bitte beachte, dies ist eine allgemeine und zeitlose Legung für das Kollektiv der Wassermänner. Nimm daher auch nur das mit dem du wirklich in Resonanz gehst und schau dir bei Bedarf gerne ergänzend die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Ich werde nicht das sagen, was man gerne hören möchte, sondern das, was gebraucht wird. Bitte beachte außerdem, dass Karten keine Macht und keine Kontrolle über dich haben und auch nichts erzwingen können, nur du trägst die volle Verantwortung für dein Leben und deine Entscheidungen. Und jetzt schauen wir uns an, welche Botschaft das Universum heute für dich hat. Ja, mein lieber Wassermann, es geht hier gerade um das Thema Grenzen setzen. Das Universum sagt hier nur, es ist wichtig, dass du dich zu keiner Kurzschlussreaktion drängen lässt oder treiben lässt. Ja, also das kann zum einen sein, dass hier vielleicht jemand auf die roten Knöpfe bei dir drückt, kann aber auch sein, dass es hier vielleicht um eine Verpflichtung geht, wo man versucht, dich dazu zu bringen, zuzusagen, ja, oder irgendetwas zu unterschreiben. Egal, was das hier bei dir ist, ja, also das kann Verschiedenes sein, ja, das ist ja auch eine kollektive Energie. Wichtig ist, es zu überprüfen, ja, überprüfe das, lass dir Zeit, im Zweifelsfall Papier ist auch geduldig, ja, dass gerade wenn es hier um etwas Vertragliches gehen sollte, lass dich nicht drängen und vor allem, was ich hier auch sehe, ist, nimm nicht das Erstbeste, ja, das Erstbeste muss nicht das Allerbeste sein, ja, das heißt, ich meine, entscheiden tust du final natürlich selbst. Ich habe hier einfach nur auch den Hinweis, bei manchen geht es darum, dass sich hier vielleicht eine Möglichkeit anbieten könnte, ja, wo man sagt, ja, das ist ein guter Kompromiss, aber man ist eigentlich überhaupt nicht glücklich damit, ja. Und da ist es wichtig, noch ein bisschen zuzuwarten. Lass dich nicht drängen. Das Thema Grenzen setzen ist hier auch wichtig und wichtig ist hier eben auch, dass du deine Grenzen wahrst. Und das Ganze, da geht es auch darum, was ausgestrahlt wird. Es geht hier darum, Ruhe zu bewahren, ja, also diese Grenzen ruhig zu setzen, ja, kann natürlich sein, wie gesagt, dass das hier eine Herausforderung darstellt, ja, das kann durchaus der Fall sein, das ist hier, wie gesagt, entscheidend, also das bekomme ich hier schon auch zweimal herein. Von außen betrachtet, ja, jetzt wird es nämlich interessant, wir schauen uns deine Situation ja auch immer von außen an, zeigt sich hier nämlich ganz klar eine Person, die hier vielleicht auch eine Art Maske tragen könnte, ja, also hier, ich meine, kann sein, muss aber nicht. Es geht hier um irgendein Angebot, das sich hier auch zeigt, das auf den ersten Blick ganz plausibel aussieht, aber auf den zweiten Blick einen Haken hat, ja, also das kann sein, dass das hier einfach noch nicht ganz durchdacht ist, also dass hier keine negative Absicht dahinter sein muss. Es geht hier eben auch um die Eigenverantwortung, dass man das hier prüft, weil sich hier eben auch eine Person zeigt, die dir nahe steht, ja. Und da kann es dann sehr oft passieren, dass man blind vertraut und dann im Nachhinein das Nachsehen hat. Wie gesagt, das heißt nicht, und das ist wirklich wichtig, dass hier jemand mit einer bösen Absicht handelt. Ja, das ist schon etwas, das man hier im Hinterkopf behalten sollte. Und deshalb ist es auch so wichtig, die innere Ruhe zu wahren. Also irgendetwas an dieser Sache
ist hier nicht ganz stimmig. Das bekomme ich hier sehr eindeutig herein. Und da geht es vielleicht auch einfach darum, dass man noch einmal darüber spricht. Ja, dass man noch einmal darüber redet, vielleicht auch etwas nachverhandelt. Diese nahestehende Person, wer kann das sein? Das kann natürlich jemand aus der eigenen Familie sein, aus dem Freundeskreis. Es kann natürlich auch um eine bestehende Partnerschaft gehen. Und wenn du hier mehr auf das Berufliche schaust, ja, dann kann das natürlich auch jemand aus diesem Umfeld sein. Wichtig ist, hier zuzuwarten. Da würde ich sagen, wir schauen jetzt mal in die Blockaden, die sich hier aktuell zeigen. Diese Blockaden sind ja auch bereit aufgelöst zu werden und sorgen eben genau in der aktuellen Situation für Verzögerungen bzw. Stillstände. Wir schauen uns im Anschluss ohnehin die Lösungsimpulse an, ja, was du hier tun kannst, um deine Situation zu verbessern. Und abschließend schauen wir noch in die Tendenz und da freue ich mich wirklich schon darauf, also bleib bitte dran, dass was auch immer hier los ist, das soll sich hier auflösen, so wie ich das hier sehe, aber dazu später. Wir schauen jetzt mal, welche Themen sich hier zeigen und es ist durchaus möglich, dass hier das ein oder andere Thema eben auch dabei ist, dass dir nur bewusst werden soll, um dann schon aufgelöst werden zu können. Ja, also manchmal geht es auch wirklich einfach. Auf deiner Ebene können wir hier schon mal sehen, dass du hier aktuell einfach sehr viel um die Ohren hast. Es ist sehr viel los, sehr viel zu tun, vielleicht auch viele Verabredungen, viele Termine können das sein. Es kommt einiges zusammen. Ja, und da kann es dann eben auch gut sein, dass man hier vielleicht auch ein bisschen unruhiger ist als üblich, vielleicht auch ein bisschen temperamentvoller als üblich. Und das ist hier auch wichtig, dass dir das bewusst wird, ja, bewusst werden, es ist hier viel los und eben auch auf die eigene Energie zu achten, mein lieber Wassermann, das ist hier, denke ich, auch ein Thema. Was auch immer du hier gerade zu tun hast, du bist dieser Sache gewachsen, ja, nur es ist einfach dieses, es ist hier irgendwie es droht hier ein zu viel. Deshalb geht es hier, denke ich, auch darum, bestimmte Dinge fertigzustellen und hier auch die eigenen Grenzen zu erkennen. Also da haben wir auch wieder dieses Thema, ja. Wir haben nur eine bestimmte Kapazität zur Verfügung. Darauf möchte dich das Universum auch aufmerksam machen, ja. Das heißt jetzt, vielleicht gibt es hier das ein oder andere, dass du einfach hinter dich bringen kannst, ja, dass hier einfach mitläuft, dass du dann abhaken kannst, ja, also nur als Hinweis. Schauen wir mal weiter. Da haben wir auch das Thema Vertrauen und das betrifft jetzt ganz genau diese Situation hier. Ja, diese Sache mit dem Hinterfragen, denn ich habe das Gefühl, du hast hier schon ein Gefühl, dass hier irgendetwas nicht ganz stimmig ist. Und da ist es einfach auch wichtig hinzusehen, da geht es auch nicht darum, dass man jemandem misstraut, ja, das ist nicht das Thema. Es geht hier, wie ich eben vorhin schon gesagt habe, darum, das zu überprüfen oder das Anliegen zu überprüfen, mit dem diese Person auf dich zukommt. Denn wie gesagt, da zeigt sich einfach ein Haken. Es zu überprüfen schadet generell nicht, mein lieber Wassermann, denn im Zweifelsfall hast du einfach komplette Klarheit, ja, und du weißt, das passt alles für dich. Ich sehe hier einfach nur, dass das genau ein Thema ist mit dem Vertrauen, dass man hier ein bisschen aufpassen soll. Wie gesagt, es geht auch nicht um das Misstrauen. Und wir haben hier auch noch eine Blockade, die ja auch immer direkt mit dem Umfeld zu tun hat, also entweder mit einer ganz speziellen Person oder vielleicht auch mit mehreren Personen. Und hier ist auch eine Klarheit blockiert. Und die hängt hier für mich ganz eindeutig mit dem Vertrauen zusammen. Das Zusammenspiel der Blockaden, die wir hier eben haben, das macht auch absolut Sinn, ja. Also es ist wichtig, dass du hier in deine Mitte kommst und dass du dir auch Zeit gibst für was auch immer hier ansteht, also was hier dieses Anliegen ist. Ja, dann kommen wir doch mal zu den Lösungsimpulsen vom Universum, was du hier tun kannst, um deine Situation zu verbessern.
Ich füge noch einmal hinzu, du triffst deine Entscheidungen final natürlich selbst. Denn im Einzelfall kann es auch vorkommen, dass für dich das genaue Gegenteil richtig und stimmig ist. Ja, also sei hier immer kritisch und höre auf deine Intuition. Schauen wir jetzt zuerst auf deine Ebene, was wir hier erfahren können. Es geht hier ja auch um dieses Thema, dass hier irgendwo das Maß ist irgendwo voll oder du bist hier irgendwo voll ausgelastet und das Universum sagt hier auch, ja, mehr geht aktuell nicht, ja, und das ist auch wichtig, dass du das annimmst, ja, also die eigenen Grenzen akzeptieren und das auch zu kommunizieren. Was auch immer das ist, das kann, also wenn dir das bestimmt ist, dann verträgt das natürlich auch einen Aufschub, beziehungsweise ist es auch wichtig, hier bestimmte Baustellen abzuschließen, ja, denn dann hast du auch wieder Kapazitäten frei, um dich neuen Dingen zu stellen. Und die Sache ist einfach auch die, dadurch, dass hier so viel los ist oder so viel zu tun ist, das blockiert eben auch diese Klarsicht auf dieses Anliegen, das eben irgendeinen Haken hier verborgen hat. Vielleicht kann man hier auch ein bisschen nachfragen oder sich das näher ansehen. Das sollte sich recht leicht zeigen lassen, ja, also was hier eigentlich los ist oder was hier nicht stimmig ist. Dann haben wir hier noch ein Thema und da geht es auch um das Thema Vertrauen. Ja, es soll hier ein Ausgleich stattfinden. Für manche geht es ja auch um Gerechtigkeit. Ja, irgendetwas ist hier los. Ja, also das kann ich hier auch sehen. Das Universum sagt, die Gerechtigkeit bzw. der Ausgleich, das ist in Bearbeitung für dich. Ja, also das läuft bereits. Das wird vielleicht noch ein bisschen dauern, aber es soll sich einstellen. Also wir bekommen hier schon einen Zeitfaktor hinein, dass es in einem absehbaren Zeitraum geschehen soll. Und da geht es auch um Gerechtigkeit für dich, ja. Deshalb, was auch immer das ist, vielleicht geht es hier eben auch darum, dass sich hier eben etwas anbietet, aber eigentlich hättest du es gern ein bisschen anders, ja, dass es hier vielleicht einfach wichtig ist, also dass wir hier auch das Thema Geduld wieder hineinbekommen, dass es darum geht, hier noch ein bisschen abzuwarten, hier nicht sofort zuzusagen, ja. Und wenn wir jetzt hier weiterschauen ins Umfeld, ja, dann zeigt sich hier eine Übergangsphase, die dir das Universum hier aufzeigen möchte. Es findet hier aktuell eine Veränderung statt und das Spannende ist, also das könnte hier eben auch diese Person betreffen, die sich zu Beginn der Legung gezeigt hat, also für mich macht das hier auch Sinn. Hier verändert sich aktuell etwas. Du hast hier aber tendenziell das Gefühl, auf der Stelle zu treten, ja? Und das Universum möchte dir das aufschlüsseln, dass du hier einen Überblick hast. Und aktuell fühlt sich alles so an, als würde sich das ewig in die Länge ziehen, obwohl es nur ein sehr kurzer Zeitraum ist. Und das haben wir jetzt hier auch zweimal, ja? Das ist hier Also es fühlt sich an, als würde die Zeit kaum vergehen, ja, oder als würde das eben, wie gesagt, ewig dauern. Das Universum sagt, es ist auch hier, also wir bekommen hier noch einmal den Hinweis, es ist wichtig zuzuwarten, nicht gleich zuzusagen, sich das noch ein bisschen anzusehen, ja, weil diese Veränderung, also ich nehme an, das läuft auch im Hintergrund ab, also für mich hängt das hier ganz eindeutig zusammen. Also wirklich, wirklich spannend. Die ist gerade in der Abwicklung, ja. Also deshalb bietet es sich auch an, hier bei diesem Berg von Aufgaben oder Erledigungen sich dem hier gerade ganz bewusst zu widmen und hier Raum zu schaffen. Denn wir haben hier auch den Hinweis, dass diese Veränderung sehr bald abgeschlossen wird, ja. Und dann ist es natürlich günstig, wenn man hier Kapazitäten frei hat. Und sich dann einer neuen Aufgabe widmen kann. Das muss jetzt nicht dieses Angebot sein, das kann auch etwas anderes sein.
Schauen wir jetzt noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Ja, und hier haben wir ganz zentral den Hinweis, das sagt das Universum hier, vieles wird sehr, sehr bald einen Sinn ergeben. Deshalb ist es einfach wichtig, dass du jetzt noch ein bisschen abwartest, ja, und das abwägst und dich eben zu nichts drängen lässt. Wir bekommen hier den Hinweis, dass sich hier einige Verbindungen aufzeigen lassen, ja, also auch wie etwas verknüpft ist oder eben bestimmte Kettenreaktionen sich hier zeigen sollen, wo du dann verstehst, warum hier auch eine Verzögerung stattgefunden hat. Ja, also bestimmte Dinge sollen einen Sinn ergeben. Und hier kommt auch noch hinzu, dass hier noch bestimmte Verknüpfungen stattfinden sollen und das tendenziell auch über andere Personen. Das kann eben ganz klassisch sein. Man lernt jemanden über eine andere Person beispielsweise kennen oder durch eine bestimmte Person ergibt sich plötzlich eine Möglichkeit, ja, oder es man kann hier irgendetwas zurückverfolgen, ja, das kann hier auch der Fall sein. Es soll sich fügen, ja, also was auch immer hier los ist, dass dieser Zustand wird sich sehr, sehr bald verändern zu deinen Gunsten, ja, auf deiner Ebene haben wir hier gute Neuigkeiten liegen. Ja, das ist hier für dich wichtig. Deshalb bist du hier auch gerade ausgelastet. Etwas soll hier auf dich zukommen, das tatsächlich für dich bestimmt ist. Ja, das kann hier, was kann das sein? Das kann eine Zusage sein für einen Job. Das kann auch eine ganz generelle Zusage sein, eine neue Möglichkeit. Gute Neuigkeiten ganz generell, ja, also das kann ich hier sehen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass du dich um deine aktuellen Aufgaben kümmerst und hier auch, ja, in den Empfangsmodus sozusagen gehst, ja, also dass das Gute zu dir kommen kann. Und dafür muss erst Platz geschaffen werden, dafür muss Raum geschaffen werden. Das kommt zu dir und deshalb sagt das Universum hier auch, mein lieber Wassermann, bitte hab noch ein bisschen Geduld. Das, was wirklich für dich bestimmt ist, das, was wirklich passt, das kommt. Und das kommt offenbar relativ bald, so wie ich das sehe, also für die allermeisten. Das ist wirklich schon sehr, sehr greifbar. Und deshalb ist es auch so wichtig, diese Sache hier, die sich zu Beginn der Legung gezeigt hat, noch einmal zu überprüfen. Schauen wir jetzt noch hier ins Umfeld. Und das ist jetzt wirklich, also das ist wirklich faszinierend, denn auch hier haben wir die guten Neuigkeiten liegen. Also dem Universum ist es hier offenbar wirklich ein Anliegen, dir das hier mitzuteilen. Gute Neuigkeiten kommen auf dich zu durch eine andere Person. Ja, also das können natürlich auch zwei Meldungen sein. Ich glaube aber, dass es hier eben um irgendetwas Schicksalhaftes geht, das dir bestimmt ist. Und deshalb funktioniert das hier aktuell noch nicht oder funktioniert nicht. Ja, das hängt jetzt davon ab. Entweder muss man hier, wie gesagt, nochmal nachverhandeln oder es ist etwas anderes. Und das ist auf jeden Fall hundertprozentig, denn das habe ich hier wirklich ganz eindeutig liegen. Und eine Person soll hier auf dich zukommen. Ich meine, das kann natürlich auch ein Brief sein. Das kann aber auch ein Anruf sein oder jemand spricht dich hier an mit guten Neuigkeiten. Und deshalb ist es auch so wichtig, diese Veränderung anzunehmen, dieses auf der Stelle treten, dieses scheinbare auf der Stelle treten anzunehmen, weil hier im Hintergrund gerade etwas in Bewegung ist, das für dich bestimmt ist, ja. Deshalb dieser Berg, der sich hier in den Blockaden zeigt, ja, also das, was hier irgendwo auch diese Sache hier ein bisschen mit blockiert, was eigentlich sogar positiv ist, ja, das muss ich schon auch dazu sagen,
ist es wichtig, das hier anzunehmen und zuerst mal hier Platz zu schaffen, Raum zu schaffen. Wie gesagt, zweimal positive Neuigkeiten und eine Person soll hier auf dich zukommen und das ist dann eben, wie gesagt, 100%. Kann eben auch sein, dass sich hier etwas verändert in dieser Sache, die wir hier zu Beginn der Legung gesehen haben und dann ist das stimmig für dich. Also auch wenn das hier schwer ist aktuell, das kann ich hier einfach sehen. Bitte, mein lieber Wassermann, atme tief durch. Gib dir hier Zeit. Das ist hier wirklich sehr, sehr greifbar. Also das kann wirklich sein, dass sich das hier bereits in den nächsten Tagen oder vielleicht auch in den nächsten Wochen ergibt und dann hier wirklich eine große Erleichterung stattfinden soll. Ja, mein lieber Wassermann, wir kommen jetzt zum Abschlussritual und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du benachrichtigt werden möchtest, wenn ich neue Legungen veröffentliche. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich, möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.